Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Infovideo. Ich bin das Byron Sonic Fan und ich habe eine kleine Info an euch, die ich loswerden will. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen mache ich jetzt schnell. Ihr hört es ein bisschen, ich bin ein wenig aggro. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Es geht um Let's Play Spyro Gateway to Glimmer. Es ist zum aus der Haut fahren. Dieses Projekt kostet mich den letzten Nerv. Ich habe gestern. Nee, Quatsch. Nicht gestern. Heute. Hatte ich aufgenommen und wollte quasi das Ganze beenden. Hatte alles fertig, was passiert? Mein Grabber sagt mir, er hat die erste halbe Stunde nicht aufgenommen. Ich bin sowas von sauer deswegen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und weil ich jetzt nicht weiter meine Gesundheit aufs Spiel setzen will, weil ich mich darüber aufrege und weil ich auch wirklich keinen Bock mehr habe, mich damit herumzuärgern, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dieses Projekt endgültig ab ACTA zu legen und zu beenden. Spyro Gateway to Glimmer ist gestorben, wird nicht mehr beendet. Und deswegen, hoffe ich, könnt ihr mir verzeihen, weil das macht einfach keinen Spaß mehr. Das raubt mir so die Zeit, dieses Projekt. Und ja, es ist einfach scheiße, wenn man nur mit Pleiten, Pech und Pannen zu kämpfen hat, dann will man da auch nicht mehr wirklich dran arbeiten. Und die gute Nachricht ist allerdings, jetzt ist dadurch, dass Spyro Gateway to Glimmer wegrutscht, ist Platz für Sonic Generations, was ich dann in naher Zukunft wieder aufnehmen werde. So, das war die Info, die ich loswerden wollte. Ich hoffe, ihr könnt mit der Info jetzt was anfangen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!